Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch zur Ausgabe 2016-1 von Musikloot. Und ja, was soll ich sagen? Seit dem letzten Videoblog ist so einiges passiert in der Musikwelt. Natürlich am 28.12. ist Lemmy von uns gegangen. Und ja, ich weiß nicht, was wohl der Metal heute ohne Motorhead wäre, weil er gilt nicht umsonst als der Gründer des modernen Heavy Metal, sage ich jetzt mal, weil er hat halt die Konventionen aufgebrochen, die Black Sabbath und Co. eigentlich immer so reingeschmissen haben. Und ja, mit ihm kam die Härte. Es ist halt vorher nie einer auf die Idee gekommen, einen Bass mal die eine Gitarre zu spielen. Tja, Lemmy, wie gesagt, er ist nicht mehr, aber wir werden ihn, denke ich, nie vergessen. So, das Jahr 2016 startete und ja, hat zwar nicht viel mit Metal zu tun, aber auch David Bowie ist nicht mehr da und ja, ich denke, viele Musikfreunde werden ihn kennen und ja, sein Schaffen auf jeden Fall respektieren, genauso wie wir das hier tun und das heißt, eigentlich so im Jahreswechsel verdammt viel Scheiße passiert, aber man muss ja so sagen, das Leben geht weiter und dementsprechend gibt es natürlich auch viele News, die uns jetzt hier beschäftigen werden. Zum einen, das Ribels Festival hat mit Aschengrund die zweite Band bekannt gegeben nach Mephazin. Und ich kann euch nur empfehlen, merkt euch das vor, eine Woche vor dem Wacken, wo wir dann gleich beim nächsten Thema sind. Auch das Wacken hat über die Jahre, wie man so schön sagt, so ein paar für mich höchst interessante Neuigkeiten gebracht. Und zwar Twisted Sisters werden ein Konzert ihrer Abschiedstournee in Wacken geben, was mich besonders freut, denn ich hätte sonst keine Möglichkeit gehabt, diese geniale Band einfach nochmal wiederzusehen. Und wenn ihr keine Karten mehr fürs Wacken habt, schaut mal auf die Seite von Twisted Sisters, denn sie sind auch nicht unbedingt mehr in Deutschland, aber in Europa noch ein paar Mal zu sehen. Vielleicht schafft es ja zu dem einen oder anderen Festival oder wir sehen uns in Wacken vor der Bühne bei den verrückten Schwestern. Das mal so als kleinen Hinweis an dieser Stelle. So, wie machen wir jetzt weiter? Es gibt natürlich auch neue Musik und zwar haben Axel Rudi Pell, hört sich irgendwie komisch an, wenn man über einen Menschen in der Mehrzahl spricht, aber egal, es ist halt eine Band, die den Namen des Leadgitarristen trägt, der nicht der Sänger ist aber unumstritten die Nummer 1 bei dieser Band. Es sagt ja auch schon der Name. Ohne ihn geht ja gar nichts. Ja, was sagt man zu dem neuen Album? Das neue Album, wie soll ich es ausdrücken? Es ist zurück zu den Wurzeln und man merkt, dass Axel Rudi Pell halt ein Gitarrengott ist und ich mag ihn, ich mag seine Musik. Aber auf diesem Album finde ich es an manchen Stellen einfach übertrieben, weil da, ja, wie soll ich das sagen, sein Gitarrengott Feeling, die so, ja, einfach in den Vordergrund gerät und einfach sinnlos Gitarrenelemente drin sind, die nicht ganz zu dem Song passen irgendwie, sondern einfach nur da sind, damit eben Gitarrenelemente da sind und deswegen kriegt das Album leider nur eine 3,5 von 5 möglichen Sternen oder wie es auf unserer neuen Webseite jetzt ist. Wir machen ja keine Sterne mehr, wir haben Prozente. Da sind wir dann bei 68% angelangt. Neue Webseite. Gehen wir gleich einfach nahtlos über. Ich habe die Zeit natürlich zwischen dem letzten Blog und diesem Video hier nicht nutzlos verstreichen lassen. Die Webseite erstrahlt in völlig neuem Glanz mit ein paar schicken Features. Ihr könnt jetzt wesentlich einfacher voten und eure Meinung zu den Alben direkt in den Reviews wunderschön hinterlassen. Nutzt die Gelegenheit und sagt uns mal, wie ihr über die Alben denkt, die wir hier so im Review haben. Und das ist auch gleich das nächste Stichwort. Ich werde ab und an mal gefragt, wieso bei uns die Alben größtenteils sehr gute Bewertungen haben. Gut, das hat zwei Gründe. Zum einen, wir machen das alle
aus Lust an der Freude, aus Spaß an der Musik und da steht keinerlei finanzieller Zwang bei uns dahinter und dementsprechend können wir auch ehrlich bewerten. Andererseits haben wir natürlich auch nicht die Zeit, uns von morgens bis abends alle Alben anzuhören, die es da gibt und dann dazu auch noch Reviews zu schreiben, so dass wir uns einfach erlauben, die Highlights rauszusuchen, die wir euch empfehlen wollen. Und falls da mal sowas ganz Krasses dabei ist, dann kriegt ihr das dann halt auch zu lesen. Das sind dann die ganz negativen Bewertungen. Ja, das nächste ist, wenn uns irgendeine Band so absolut gar nicht zusagt von der Musik her und wir da überhaupt keinen Zugriff zu kriegen. Wie gesagt, bei uns steht kein finanzieller Zwang dahinter. Wir müssen nicht über jedes Album was schreiben. Dann lassen wir es lieber, bevor wir da irgendeinen Blödsinn schreiben, den ihr schon tausendmal woanders gelesen oder gehört habt. Und ja, das ist halt der Grund, warum die meisten Alben bei uns gut bewertet sind. Wir hören uns natürlich am liebsten die Alben ganz bis zum Schluss an und auch mehrmals an, die uns auch gefallen. Und auch dann können wir darüber was schreiben, weil dann wissen wir, worüber wir was schreiben und nicht über irgendwas, wo wir nur mal 20 Sekunden pro Lied durchgehört haben und gesagt haben, uah, Hilfe. Weil da, wo wir uah, Hilfe sagen, könntet ihr sagen, hey, das ist das beste Album, was derzeit überhaupt zu kriegen ist. Ist möglich, weil ist nicht unsere Musik, ist dann eure Musik. Und das respektieren wir natürlich. Und ja, deswegen, ja, kommen halt auch einige Bands nicht in den Reviews vor, weil ich kriege einfach keinen Zugang zu dieser Musik und das geht meinen Mitstreitern teilweise nicht anders und dann lassen wir es halt. Ich glaube, das ist im gegenseitigen Interesse, weil so respektieren wir die Musiker, weil ich schreibe jetzt nicht über Band XYZ, weil mir halt die Musikrichtung nicht gefällt. Die Band ist absoluter Schrott. Ich kann es dann einfach nicht bewerten und dann lasse ich es halt. So, ich hoffe, das versteht ihr. Und damit sind wir dann direkt bei den Reviews Teil 2. Es gibt nämlich noch ein neues Album auf dem Markt. Und da weiß ich nicht so recht, in welche Schublade ich das packen soll. Es kommt von der Band Varg. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Tritt in die Eier. Was anderes ist man von Varg eigentlich nicht gewohnt. Und ja, Varg ist sowieso so eine Band, die extrem polarisiert. Denn, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Auf der einen Seite, deutsche Texte polarisieren im Metal sowieso. Deutsche Texte mit Aussage, ja, sind halt polarisierend, weil der eine steht hinter der Aussage, der andere sagt, ey, leck mich am Piep. Na, ihr wisst, was ich meine. Und so ist es halt auch bei Varg. Und ja, wie gesagt, die Musik ist auf jeden Fall ein Tritt in die Eier. Die geht absolut nach vorne, da ist richtig Dampf dahinter. Und die Texte sind extrem kontrovers angelegt. Sie sind sehr politisch. Und ja, nichts als die Wahrheit eben. Und also die Wahrheit von Varg. Ob es jetzt deine Wahrheit ist, musst du dann entscheiden. Ich kann auf jeden Fall nur jedem Musikfreund, der mit Metal auf der einen und deutschen Texten auf der anderen Seite was anfangen kann, jenseits des Deutschrock, hey, holt euch das Album, bildet euch eine eigene Meinung. Von mir bekommen sie 85% habe ich denen gegeben, also 85 von 100 Punkten. Und dementsprechend würde ich sagen, holt es euch und bildet euch eine eigene Meinung. Und kommt dann auf die Seite fotoblut.de, schaut euch die Review dort an und tja, hinterlasst eure eigene Meinung. Und wenn ihr schon da seid, schaut euch auch gleich mal die aktuellen Konzerttermine an. Ein ja, ganz neuer Bereich bei uns auf der Webseite. Ja, ganz neu ist er nicht, aber besser aufgemacht. Schaut es euch einfach an. Tja, für die Freunde von Varg, Wolfszeit kann ich euch nur ans Herz legen. Das wird ein absolut geniales Ding. Nein, nicht Wolfszeit, Wolfsfest. Entschuldigung. Kann ja mal passieren im Eifer des Gefechts. So, damit bin ich eigentlich auch schon zu Ende für heute. Entschuldigt bitte, dass ich hier vielleicht ein bisschen rumzappel, aber mir ist gerade schweinekalt, denn tja, draußen schneit's. Und ja, hier in diesem Raum wird leider auch ab und an mal geraucht und dementsprechend steht hier permanent das Fenster auf. Ich habe hier also, glaube ich, gerade mal 5 oder 6 Grad in dieser Kiste. Entschuldigt, ich muss mich ein bisschen warm halten, damit ihr dieses Video gucken könnt. Und ja, wenn ihr jetzt nicht mehr wisst, was ihr heute noch machen sollt,
wie gesagt, kommt auf Fotoglut. Dort findet ihr auch alle weiteren Links, die ich angesprochen habe hier in diesem Video, beziehungsweise die Reviews. Könnt ihr natürlich ausführlich lesen. Und ja, wie sagt man immer, da unten, da irgendwo, da steht für gefällt mir oder wie auch immer, halt so Daumen hoch. Würde mich freuen, wenn ihr ihn da lasst und abonniert die ganze Kiste hier, damit ihr natürlich auf dem Laufenden bleibt. Und tja, dasselbe gilt für die Leute, die mein Gezappel hier gerade nicht sehen, sondern das Ganze als Podcast hören. Auch den könnt ihr natürlich abonnieren und seid dann immer auf dem Laufenden. Ja, was möchte ich euch jetzt noch zum Schluss versprechen? Ja, dieses Jahr versuche ich euch mindestens einmal in der Woche ein Video um die Ohren zu hauen und ja, die ersten Konzertanfragen, ja klar, die ersten Interviewanfragen sind natürlich auch schon an die Bands raus. Welche das sein werden, lasst euch einfach überraschen. Und jetzt viel Spaß für den Rest des Abends und vor allen Dingen support your Musicians und eure lokalen Veranstalter, denn ohne Konzerte ist das Leben doch nur noch halb so schön. In diesem Sinne, habt Spaß.